Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond in einer neuen Episode Obdachlos. Dann schauen wir mal, warum Jody überhaupt obdachlos ist. Aber erstmal stehen wir hier auf. Sehr kalt hier. Er schläft sich einfach so, das ist natürlich nicht gut. Vor allem nur mit einer Jeans. Und die Jacke natürlich offen. Dann gehen wir einfach mal hier die Straße entlang. Er spielt kurz, nachdem sie gejagt wurde. Ja, natürlich die Frage, warum wurde sie eigentlich gejagt? Das haben wir immer noch nicht rausgefunden. Genauso wenig, warum sie jetzt obdachlos ist. Wahrscheinlich versteckt sie sich immer noch. Oh Gott, sie sieht nicht gerade gesund aus. Sale, ihr wird irgendetwas verkauft. Einfach mal hier die Straße entlang. Die bösen Geister sind wieder hier unterwegs. Natürlich nicht so schön, dass die immer noch unterwegs sind. Die Telefonbill ruft sie an. Nathan? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Sie möchte nicht gefunden werden. Aber was sind das für Wesen? Von einer welchen anderen Welt sprechen wir? Ist das die Welt der Toten? Zwischenwelt, zwischen Himmel und Hölle? Wenn man an sowas glaubt, natürlich nur, der Discount. Hallo, ist da jemand? Kommen Sie wieder. Geht weg! Lass sie in Ruhe. Komm, du musst ihr helfen. Helf ihr. Ihr geht weg. Weg, hab ich gesagt. Komm, du musst ihr helfen. Hier hinten. Guck hier, da. Komm her, komm helfen. Nicht im Mülleimer suchen. Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden. Hilf ihr. Immer sie geflohen ist, hat etwas mit den Geistern zu tun. Jody, nein! Komm schon. In die Zukunft? Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Das ist die Stimme von Joel. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan.
Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ich sag einfach mal die Wahrheit. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Ich glaube, noch schlimmer. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt es schon. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Naja, eigentlich haben wir ja noch den Professor. Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Schieben wir mal ein bisschen auf. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Wir haben sogar die Hände. Auch das belebt Körper und Geist. Machen wir doch nochmal. Ein Zug in der Nähe? Gibt es noch andere? Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thursday, sie ist schwanger. Armes Ding. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Nobler Mensch. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Wir bedanken uns. Danke, Stan. Ja. Ja, Stan, die Stimme von ihm ist die von Joel aus The Last of Us. Er hat den Deutschen auch dieselbe Stimme gehabt. Und deswegen das Dream Team aus The Last of Us wiedervereint. Denn Ellie basiert da ja auch so ein bisschen auf Alan Page. Man sagt hier offiziell, das ist eigentlich nicht so, aber naja, man sieht es ja schon ein bisschen. Da können wir mal die Hände wärmen. Hi. Achso, wir können gleich jetzt mit dir sprechen, oder? Zumindest nicht so. Okay, wir können es quasi anschauen, aber sonst, mit ihr sprechen können wir nicht. Okay, dann, sprechen wir nicht mit ihr. An der Drogensicht.
Hallo, wessen Name auch immer du bist. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich glaube, ihm fehlt schon der Stoff, oder? Oh Gott. Keine Drogen nehmen, das ist nicht gut. Ein Geist. Sie sieht aus, als wollte sie etwas sagen. Was? Ein Geist? Da hinten ist ein Geist. Dann gehen wir nochmal schauen. Aber ich schaue nochmal gerade. Natürlich ist man noch bei dem Betrunkenen hier mal vorbei. Der immer ein bisschen viel trinkt. Hallo. Du trinkst so viel, mein Freund. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Wenn wir schon bei Naughty Dog sind, das war die deutsche Stimme von Sullivan aus der Uncharted 3. So, Entschuldigung wegen gerade der... Man muss mal kurz husten und dann ist alles schon wieder vorbei. Dann schauen wir mal nach, was für ein Geist hier sitzt. Das soll ein Mädchen gewesen sein? Ach, das ist eine Erinnerung. Ah, ich verstehe. Dann schauen wir uns doch mal hier. Was für eine Erinnerung wir denn da haben. Wieder Ellie und Bild miteinander verknüpfen. Die Ergebnisse der Tests, Dan. Ergebnisse des Tests? Welchem Test? Ich glaube, wir sollten nochmal mit Stan reden, oder? Hast du kürzlich jemanden verloren, der dir nahe stand? Meine Frau, Nancy, starb an Leukämie vor 4 Jahren. Woher weißt du das? Nein, ich... Nur so ist nicht so wichtig. Jetzt wollte eigentlich nicht, aber ist ja egal. Wärmen uns halt nochmal die Hände. Können wir nochmal mit ihm reden? Nein. Haben wir sonst noch etwas? Sonst noch jemand was zu sagen? Sonst ist hier nichts. Ich glaube, da können wir jetzt langsam wieder rausgehen, oder? Tut mir leid, ich wollte nicht in dein Privatleben reinschnüffeln. Ist natürlich auch nicht so die feine englische Art. Wo geht's denn hier lang? Sehr hell dort draußen. Hallo? Können wir hier auch lang gehen? Hier links ist gar nichts, dann gehen wir sowieso rechts lang. Da ist die Kamera, dankeschön. Okay, wo geht's hier lang? Ist unser Vorrat schon leer? Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen das besorgen. So sehen wir alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komme mit. Okay, dann fangen wir einfach mal. Besorgen wir etwas zu essen. Denn wir müssen der Gemeinschaft ja was zurückgeben, was bei uns so passiert ist, denn wir sind ja oder wurden ja von ihm gerettet. Das ist gar nicht mal so weit weg, oder? Die Straße kennen wir doch. Ist das dieselbe Straße? Schade natürlich, dass sie keine Fußabdrücke hinterlassen, aber keine richtigen. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Okay, dann setzen wir es mal einfach daneben. $5. Oh,
Und hungrig sind wir auch. Tja, du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Was wird Geld? Für 5 Dollar. Tja, weiß nicht, das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Okay, das wird nicht so toll. Hey Stan, ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Dankeschön. Ich schau mal, ob wir noch mehr irgendwie kriegen. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir ein bisschen was machen können. Hey du, gib mir Geld. Ach, geht gar nicht. Hallo, wir haben Hunger. Hallo. Okay, das bringt nichts. Gehen wir einfach auf die andere Seite mal rüber. Schauen, was gibt's denn da so? Seit wann ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen halt schwere Zeiten durch. Ja, echt wahr. Ja, schwere Zeiten machen wir alle irgendwann mal durch. Hallo, ihr da. Habt ihr was für mich? Ich hab Hunger. Gleich im Supermarkt. Vielleicht bekommen wir da etwas Geld. Ich sehe auf jeden Fall die Polizei. Warum kommen wir da nicht rein? Ich bin ein ganz normaler Kunde. Die Polizei lässt uns nicht rein. Das ist natürlich hier Aufteilung zwei Gesellschaften. Das ist natürlich auch nicht so schön. Alles zugeschneit hier. Vielleicht hier? Das ist kein ehrliches Geld. Das ist nicht ehrlich. Hallo, du da. Brauchst du Hilfe? Kann ich hier... Ich brauch Geld. 5 Dollar. Ich habe Hunger. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. So aber nicht. So brauchen wir das. Was haben wir hier hinter? Haben wir vielleicht irgendwie was wir sammeln können? Hallo? Ich glaube nicht. Hier ist irgendwie nichts. Nur eine leere Gasse. Ob wir die 5 Dollar aber erreichen können, um uns endlich was Warmes zu essen zu kaufen, das erfahren wir erst in der nächsten Folge von Beyond Two Souls. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao.